Hallo, liebe Liebenden. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge zu Mit Fechner im Bett. Und ich bin so happy, weil heute habe ich eine ganz, ganz wunderbare Person hier bei mir. Zur Linken sitzen, eigentlich seid ihr zu dritt, nämlich die Karin Klaus von Karin Drawings. Ihr werdet sie sicher kennen. Und ich bin ganz happy, ich sie jetzt eine Stunde hier mit mir zum Plaudern zu haben. Und sie hat noch ihre Freunde mitgebracht. Dr. Horse. Ja, alle und dabei. The alle Bird. Dabei. Hallo Karin. Hallo Sven. Schön, dass du hier bist. Hallo Sven. Ich habe wirklich lange gebraucht, um mich zu trauen, dich zu fragen, ob du wirklich kommen möchtest. Ja. Nein. Ja, doch. Ich dachte, okay, nein. Die denkt bestimmt, weil ich auch nicht wusste, ich hatte von dir wirklich kein Bild. Und ich dachte, Karin Drawings, das ist irgendwie sowas anonym. Du willst anonym bleiben. Ich habe gedacht, du bist gar nicht sichtbar in der, also mit deinen Bildern natürlich und mit deinen Zeichnungen und mit deinen tollen Texten. Aber das wird sich jetzt ändern. Ja, das finde ich gut. Und dann hast du sofort gesagt, du hast dann irgendwie so geschrieben, so na klar, ab sofort ins Bett in einem Satz. Und ich habe mich total gefreut. Was ist hier los? Warum geht hier gerade nichts? Wir müssen nochmal anfangen. Scheiße, das ist... Mach nichts. Ich weiß nicht, was hier... Hat der Speicherplatz? Hat er alles? Ja, der Recording to SD Card. Läuft immer noch. Ah, die Kamera läuft nämlich noch. Und wir machen jetzt einfach weiter. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier irgendwie das Handy sich aufgehängt hat. Wir vertrauen jetzt einfach darauf. Das hatte ich schon mal. Wir machen einfach weiter. So gehört das manchmal dazu bei so einer Live-Geschichte. So, ja. Und da war ich ganz froh, dass du gesagt hast, du kommst. Ja, und ich habe mich total gefreut, gefragt zu werden, worden sein. Und ich hatte wirklich keine Ahnung von dir und wir kennen uns ja nun wirklich gar nicht. Mhm. Aber die Anfrage war so lieb und dann habe ich gedacht, ach, der gefällt mir, da gehe ich hin. Das war eigentlich nur Instinkt. Dann gucken wir, was aus diesem Instinkt sich heute entwickelt. Wir sind ja Nachbarn, haben wir festgestellt, ja. Mehr oder weniger. Du bist auch so ein... Bist du Berliner? Nein. Wo kommst du her? I come from the Starnberger See in Bayern. Ach so. Ich bin ein bayerisches Model. Das hört man auch gar nicht. Ja. Ich bin so neidisch, wenn Leute einen Dialekt haben. Ich habe ja leider keinen Dialekt als Niedersachse. Ordentliches Hochdeutsch. Das ist für meinen Job natürlich nicht schlecht, als Schauspieler und Synchronsprecher. Aber ich bin so oft, wir waren jetzt in Köln. Und innerhalb von 2 Tagen haben mein Mann und ich angefangen, dieses Kölsch zu sprechen. Ne? Wow. Nee, das ist sauerländisch, wow. Aber dieses Leckerteilchen und so. Oh, Leckerteilchen. Was macht der Späßchen? Ja, ja. Das Späßchen ist schon wieder falsch. Und sag mal, Ammersee, wie lange warst du da? Nein, Starnberger See. Du hast alles falsch gemacht. Oh Gott. Also, Sven. Wir fangen nochmal an. Angst, Schweiß, wir fangen jetzt nochmal an. Der Sven hat alles falsch gemacht. Das wird eine Stunde. Starnberger See. I come okay. From the Starnberger See. Und da bist du... Wie lange warst du da? Ich bin mit 5 oder 6 umgesiedelt in den Norden von München. Was natürlich tragisch war, weil dann war der See weg. Aber meine glücklichen Kinderjahre habe ich am Starnberger See verbracht. Toll. Ja, und das war wirklich schön. Und München, wie ist es für dich? Fährst du da ab und zu noch hin Richtung Bayern? Nee. Also immer mal wieder halt so Familienbesuche, aber ich bin wirklich... Ja, eben dann nach meinem... wir machen eine long story short. Ja, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Ja. Aber wir machen die long story short. Yes. Because dann ist es so langweilig. Nach meinem... also I have a Studium in England gemacht. The Bildhauer Eye. Und dann war es schon so, gehst jetzt wieder nach München oder not? Und dann war ich natürlich so England verseucht. Deswegen mein Dinglish, ne? I was very verseucht from the England. Und dann, das war wirklich so. Und dann habe ich gedacht, oh, ich kann nicht mehr nach München. Es ging nicht. Und dann sind die Wege des Herrn, haben mich nach Berlin geleitet. Und da bin ich jetzt 20 Jahre mindestens. Okay, auch schon so lange. Krass. Also noch vor der Jahrtausendwende bist du nach Berlin gekommen. Oh, bitte nicht Mathe, weil ich kann so ungefähr, also letztes Jahrtausend, wenn du sagst 20 Jahre, okay. Ja, da gab es noch die D-Mark.
Oh, da, ja. Ja, ja, da gab es noch. Und da gab es noch den Groschen. Da gab es noch den. Warte mal, 10 Pfennig. Also. Yes. Und du hast in England eine Bildhauerei. Ein Studium gemacht oder eine Ausbildung? No, it's a Studium. Aber die Engländer machen ja immer nur den BA. Dann habe ich das, also ein Grundstudienjahr gemacht und drei Jahre in dem Bachelor. Und dann war ich fertig und dann habe ich irgendwie in der Pizzeria gejobbt. Und weil du jetzt das gar nicht machen wolltest dann, nach dann, drei Jahren Studium? Ja, natürlich wollte ich das machen, aber ich musste ja irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich halt gejobbt und das war irgendwie so ein bisschen, dann habe ich in Berlin weiter gejobbt. Ohne großen Plan. Ohne großen Plan. Ist in Berlin aber auch ganz schön in dieser Zeit und wahrscheinlich das gewesen, war oder? Super, genau. In Berlin, ich habe dann wirklich, was ich immer gern erzähle, ich habe damals für Sarah Wiener Caterings gemacht. Kartoffeln geschnitten und Suppe gekocht. Und war auf irgendwelchen Howard Carpendale Videodrehs und habe dort die Schnippeltante und Howard Brötchen. Carpendale. Howard Carpendale! Howard Carpendale! Ah. Und auch, aber die vier, wie heißt die? Die vier? Fantastischen. Ja, die haben auch Videodreh gemacht und ich hab die Schnittchen für diesen Menschen gemacht. Das war mein Job. It was my job. Und und dann, also halt so gejobbt, ne? Und künstlerisch tätig in der ja, Zeit? Ja, und dann habe ich halt, das war mein Geld verdienen. Und ich war natürlich very unhappy, weil ich war ja irgendwie Künstler. Und habe schon sehr damit gehadert, dass das irgendwie mit diesem Künstlersein nicht jetzt so funktioniert auf Knopfdruck. Und ich bin doch jetzt in Berlin. Ich bin ja auch nach Berlin, weil ich dachte, als Schauspieler, weißt du, läuft es da und da wird produziert, es war gar nichts. Ich habe alles Callcenter und so. Ja, genau, ich war auch im Callcenter. Ich habe im Roten Rathaus Häppchen serviert Sekt ausgereicht und das sowas. Das habe ich auch gemacht. Ganz voll. Ich habe bei Sarah Wiener, nochmal Sarah Wiener, auch Häppchen. Ich war sehr schlecht. Ich weiß, dass ich nicht sehr gut war. Und Callcenter, hier, Berliner Zeitung. Ich habe so Fundraising-Sachen gemacht. Ich habe Leuten Geld aus der Tasche gezogen. Es war ganz schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. So, aber gut, es ist eine gute Lebensschule und ich habe da viel gelernt, aber ich möchte das nicht wieder machen. Ich bin da auch dankbar, dass es over ist, aber es musste halt sein. Ich habe ein paar Jahre, 5, 6 Jahre. So vor mich hingewurstelt, auf jeden Fall. Und war immer natürlich auch, weißt du, so, was ist denn jetzt mit der Kunst? Und was, wie macht man denn das? Und ich war ja Bildhauerin. Also, genau. To cut a long story short, ich habe dann schon mit diesen Zeichnungen irgendwann angefangen, weil das Glück war, dass ich eben am Kollwitzplatz dann Küchenartikel verkauft habe, bei Kohldampfs. Mhm. Damals Kohldampfs, heute Kohlcomp. Und der mein Chef, der hat mir erlaubt, dass meine selbst gebastelten Zeichnungen an der Kasse verkauft werden. Und dann haben die gekauft. Yeah. And that's the beginning. You know. And that's the end. So, I also begin with speaking a little bit English. Oh, yes. Because I know you, one of your drawings, current drawings. Yes. Since a long time, and I didn't know that it was from you. It was the da rein daraus. This hung. Diese Zeichnung hier, da rein daraus, hing nämlich bei meinem besten Freund Tommy, bei seinen Kindern im Schlafzimmer. Und ich fand das so geil damals. Und jetzt habe ich neulich erst realisiert, weil ich nämlich bei dir so ein kleines Care-Paket gekauft habe und bestellt habe, weil ich deine Sachen so schön finde. Ach so. Habe ich das gesehen und ich dachte, das gibt's ja nicht. Wie alt ist denn diese Zeichnung? Ja, ist cool, ne? Die ist super. Also, it was the... da rein, da raus. Was macht das jetzt? Ich weiß es nicht. Es hängt aber trotzdem, es geht trotzdem weiter. Irgendwas stimmt mit dieser Kamera hier mal wieder nicht. Das ärgert mich ein bisschen, aber wir hatten das Thema schon mal mit Anke und es läuft weiter. Genau, es läuft einfach weiter. Ahnung, was das wird. Wenn es nicht läuft, haben wir immer noch die Audioaufnahme, dann haben wir es ohne Ton. Ja,
Also da rein, da raus. Nur kurz zur Erklärung, genau, das ist Teil dieser Phase gewesen, ne? Und im Prinzip repräsentiert es wunderbar, das passt so schön zu deiner Hose, Ja, Darling. ich Ja, habe ist lange Wahnsinn, überlegt, ist welche Farbe Wahnsinn. ich Ja, wähle. es ist super, es ist super, es ist super. Es passt super zur Farbe. Ach, Kinders, was ist denn hier mit dieser Kamera los? So, das hatten wir nämlich schon mal, aber das läuft hier komischerweise die ganze Zeit weiter. Deswegen Vielleicht macht der Bildschirm im Ruhemodus weiter. irgendwie sowas, aber eigentlich ist das nicht üblich. Du meinst, es war so eine Phase, wo gar nichts lief und dann hast du einfach auf Durchzug Nein, 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 geschaltet? nein, das stimmt nicht. Im Prinzip ist das was, ich versuche es mal zu rekonstruieren. Das ist schon äußere Einflüsse dauernd auf dich ein, donnern auf dich ein, und ich bin wirklich jemand, der gut filtern kann und sagt, okay, ich nehme es alles auf, viel zu viel, und ich brauche ein Ventil nach außen. So, also da rein, da raus ist eigentlich sozusagen nur ein, ich bin leider zu sensibel für diese Welt und irgendwas muss da raus, damit ich irgendwie gut leben kann. Und das ist, ich meine, das ist witzig und es war auch der Start von allem, aber eigentlich war es nur der Start. Und dann wurde ich natürlich von den Texten her komplizierter. Aber der Start ist dieses, okay, ich nehme es auf und ich brauche einen Kanal nach außen, weil sonst ist es nicht gesund. Und ja, das haben wir eigentlich alle und das vereint auch uns alle und deswegen ist das so eine archaische Karte von mir. Und das ist ja, also dein Stil ist ja, der hat sich natürlich weiterentwickelt. Deine Bilder, ne? Also Dr. Horse und Bird, und das sind ja alles so, das ist ja so charmant unperfekt. Yes. Und das, ne, das ist ja wirklich mittlerweile, also ihr kennt sicher die Zeichnungen und die Bilder und die Texte von Karin. Also jeder, mit dem ich über dich gesprochen habe, sagen, ja klar kenne ich das und das ist so toll und Manche kennen es nicht. Es ist okay. aber auch ihr werdet sie noch kennenlernen. Hattest du dann vorher auch schon so gezeichnet oder war das jetzt wirklich auch so, es muss jetzt einfach raus und Ja. egal wie perfekt oder unperfekt, ist mir jetzt ab jetzt scheißegal? Oder wie hat sich das entwickelt? Ich kann vielleicht noch mal ein paar andere Sachen zeigen von dir, für die dich nicht so kennen. Na, das ist zu kompliziert. Das ist jetzt hier schon ein bisschen, aber Ach, wir hier. ziehen mal eine Karte. Ja, genau. Die hat nämlich, Karin hat nämlich sowas ganz Tolles. Das ist jetzt hier das Chill mal dein Karten, Chill mal dein Leben Kartenset hoch drei. Das ist schon die dritte Ausgabe. Ah, es gibt schon vier, aber Sven ist noch nicht up to date. Ich Es habe ist eins sogar okay. verschenkt, meine Schwester letzte Woche Ja, mitgebracht. Also es ist, okay. Okay, Sven Swank. ist Sven. Also, Sweet, du darfst Swiam. jetzt eine hier von dem ziehen, Ach, aber ich. von dem Chillen hoch zwei. Das ist jetzt das hoch zwei. Und da sind ganz viele Karten drin, die dein Leben ganz chillig machen. Und ich liebe es. Ich mache das wirklich jeden Süß. Morgen. Ich nehme die. Ah. Oh. Oh. Hug a day keeps the doctor away. Und dann sind das hier diese Bilder, die ja in meinen Augen ganz, ganz bezaubernd und schön sind. Aber ja, jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie, da ist jetzt ne, Dimension und alles und so drin. Aber trotzdem sind sie so, ich finde es, ne, hier ist The Bird mit drauf. Hast du das bewusst forciert, so einen Stil zu Nee, entwickeln überhaupt oder? nicht. Nee. Nein, nein, nein. Also ich glaube, es ist eher so, ich kann das halt nicht anders. Und ich habe schon gemerkt, so zweidimensional, ich habe auch kein Interesse, das irgendwie groß dreidimensional zu zeichnen. Ich sage immer, das ist so, also es ist wirklich wie, es ist ja schon das innere Kind, ne, die ganze Aber wie? Zeit. Volles Rohr. Also wie so ein Kind halt malt. Ja. Und ich habe das zeichnen lassen. So. Also ich habe da nie dran versucht, das zu verbessern. Und tatsächlich, haha, stellt mir gerade fest, in der Anfangsphase, so diese ersten Jahre in Berlin, wollte ich schon gute Illustratorin werden und habe auch
unterschiedliche Aufträge angenommen und festgestellt, dass sozusagen in dem Augenblick, in dem ich das besser und toller und schöner machen will und vielleicht sogar irgendwie eine, also Figuren, die ich gar nicht machen kann, versuche zu machen, das scheitert total, weil es ist voll verkrampft. Also das ist ein ganz, sage ich mal so, es hat sich entwickelt, dass es eigentlich ein ganz kleines Repertoire ist. Ich mache die Figur, ich mache den Vogel, ich mache den Dr. Horse und da ist nicht viel anderes Equipment, da ist eine Tasse Tee, die rumsteht und die haben eigentlich dann so eine ganz minimalistische Bühne, in der diese ganzen Texte, Gedanken stattfinden. Ja, genau, einfach aus weniger ist mehr, wahrscheinlich. Hm. Also ich habe nicht daran rumgefeilt, dass das irgendwie besser ist, als es ist. Es ist so, wie es ist. Und ist das entstanden oder ist das irgendwann... Also hat sich das so entwickelt, dass du so gezeichnet hast, oder hast du irgendwann gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt, ich lasse es einfach, wie du sagtest vorhin, ich lasse es fließen und lasse es so, wie es kommt, kommt es. Das ist ja auch so schön, wenn irgendwie, wenn du dich verschrieben hast oder so, ne, das ist jetzt hier auf der Karte nicht, dann streichst du es durch und dann wird einfach weitergeschrieben in den Text, den du dazu, ne, das ist. Aber das ist wirklich ein Kind. Also aber das ist ein Kind, macht es so. Und, weil ein Kind macht sich keine Platte, ob das jetzt schön aussieht oder so. Ich bin ja auch ein bisschen erwachsen und mache es dann doch manchmal schöner. Aber letztendlich ist es so, je purer und je freier und je lebendiger das aus mir rauskommt, desto besser sind die Dinger. Hm. Und die sind so schön. Also ich weiß, ich will jetzt nicht rumschleimen, aber es ist ganz oft so. Ich bin bei dir bei Facebook irgendwie natürlich irgendwie, ne, krieg immer deine Sachen zu sehen und gibt dann Menschen, die ich sehr mag, Andreas leitet deine Sachen immer weiter und sowas. Ne? Und ich bin so oft, wo ich denke, so, das kann doch nicht sein, das passt jetzt einfach so genau auf meine Situation gerade. Das habe ich gerade wirklich so wie so eine virtuelle Umarmung gerade gebraucht. Mm. So, es ist wirklich deine Sachen, lassen mein Herz ganz oft hüpfen und streicheln meine Seele und dann denke ich so, ach komm, so schlimm ist nicht. Wirklich. Ich weiß nicht, wie du... Ich finde das ganz, ganz bezaubernd. Aber letztendlich, guck mal, das ist ein ganz einfaches System. Ich habe es noch nicht selber nicht ganz durchgeschnallt, aber das System ist wahrscheinlich schon, dass durch die Kinderzeichnung du ja immer wieder zurück zu diesem Back to the kleiner Sven, back to the kleine Karin. Also dieses immer zurück zu dem, wo es eigentlich gerade eine Umarmung bräuchte. Mhm. Oder, weißt du, bist sehr gestresst und dann so, oh, kurz mal dahin, wo jemand, weißt du, so da, dich wieder abholen, da, wo gerade jemand eine Umarmung braucht. Entschuldigung, laber. Aber das ist das Kind. Also es ist wirklich das Kind in dir, braucht jetzt mal einen Hack und ich mache nichts anderes, als dann Sprachrohr für zu sein. Wahrscheinlich ist es das. Ja. Wahrscheinlich und ist es das. Berührt und wirklich dann die vielen kleinen Kinder in den Menschen. Du hast wahrscheinlich gar keine Vorstellung, wie viele Leute deine Sachen schön finden. Besser auch nicht. Weil sonst, weißt du, das ist ja auch so, das Ego findet es dann super geil und was für eine Wirkung ich dann habe. Aber je purer ich da dran gehe und sage so, okay, ich stecke in dem Prozess, ich muss wieder mich echt ganz lieb selber behandeln und das äußere ich in so einem Satz, in dem ich das eben Gott sei Dank posten darf. Mhm. Und dann ist es mein Prozess und es ist gleichzeitig auch ein Prozess, den einfach so viele, Gott sei Dank, auch andere haben. Mhm. Also das ist total abgefahrener Weg, der sich da geebnet hat, aber er funktioniert. Und es wird nie aufhören, sozusagen, hey, eben diese virtuellen Hugs und die realen, diese zarte Umarmung, die brauchen wir alle. Und dieses zu wissen, so, hey, unser inneres Kind braucht wirklich Pflege. Und ich würde fast sagen, es ist gar nicht mehr immer innere Kindarbeit, sondern wir einfach so dieses, hey, behandle dich mal gut an der Stelle. Auch wenn es ganz scheiße ist da draußen, kannst du einen Augenblick gut zu dir sein. So, darum geht es mir, glaube ich, immer. Also die Sachen, die du dann schreibst und die Texte, die dir aus dir rausfließen,
sind eigentlich sorgsamer Umgang mit dir selber, was du Ja, festhältst. totally. Oder ist das mit diesem Impuls, ich mache jetzt was für nach außen? Nein, weil das ist, Bisschen das blöde ist Frage, eine, aber nein, ich aber stelle sie es ist trotzdem. eine gute Frage, weil wirklich ich merke den Unterschied sofort. Wenn ich denke, ah, ich bin total cool und jetzt mache ich mal was total Cooles, was total gut nach außen so eine Wirkung hat. Ich spüre den Unterschied, wenn ich mich so da irgendwie geil finde in dem Dann ist die Prozess. Seele nicht Es funktioniert verbunden mit. Und wird's richtig doof, oder? nicht! Dann wird es auch so, hey Karim, komm mal runter von dem Trip. Oh. Weißt du, so diese, das ist, man weiß es, wenn es echt ist. Also ich weiß es, wenn es echt ist. Und ich weiß es, wenn es fake ist. Und da sei Gott vor, ich will eigentlich nichts fake daraus schicken. Ja, schön. Was ich dann spannend finde, wirklich, wo ich erst gedacht habe, wie gesagt, ich kannte dich nicht. Ich kannte nur deine Zeichen. Ich wusste auch nicht, wie du aussiehst. Ich bin, ne, bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, mal auf deine Homepage zu gehen und da mal wegen das. So, ich kannte wirklich nur deine Sachen, die mich immer Ja, sehr berührt okay. haben. Und ich dachte, ist sie irgendwie Psychotherapeutin? Was macht die? Wo kommst du, wo holst du diese wunderbare Weisheit her? Ne? Zum Beispiel habe ich neulich was, diese Glaubenssätze, du hast so drei Spalten mit Glaubenssätzen in einem deiner Werke, ne? Wo ich dachte so, okay, ich habe jetzt irgendwie diesen Heilpraktiker für Psychotherapie vor ein paar Jahren gemacht, diese schamanische Ausbildung bei Andreas und mach, ne, und so und komm da langsam hinter. Und du wirfst es so aus der Lameng raus, weil es ist wirklich deine Ja, Lebensprozesse sind, oder? genau. Ich bin natürlich auch schon während dieser Lebensprozesse. Also ganz großer Einfluss ist Veit Lindau, ne? Und ich habe immer bei Katie the Work gemacht. Also weißt du so, ich habe natürlich meine Tools über die Jahre auch entwickelt und verfeinert. Also alles sozusagen ist das natürlich, das ist aus der persönlichen Erfahrung. Aber was haben wir? Byron Katie, Veit Lindau. Ich gucke querbeet, ne? Ich höre Eckhart Tolle. Also eigentlich kannst du mir alles zuwerfen, ne? So, ich nehme immer, ich gucke, dass ich die Essenz von allem finde. Also auch eben, das ist the Job, ne? Was ist denn der wirklich essentielle Satz heute? Also egal, welche Einflüsse ich von außen sozusagen kriege, ich mag gern das Komprimat. Gibt's das Wort? Komprimat. Gibt's das Wort? Ab jetzt gibt's das. Komprimat! Also Ich ich mag meine. gern das Komprimierte, die komprimierte Essenz von demjenigen oder dem, was auch immer. Also nein, ich bin keine Psychotherapeutin und ich habe eine Aufstellungsausbildung, also systemische Aufstellung. Also das fand ich immer toll. Das habe ich gemacht. Das mag ich total gern. Und ne nehme auch diese Tools sozusagen wahr. Also das ist schon ein Mix aus everything. Und bist du, sorry, ich Ja, wollte dich nicht unterbrechen. keine Ahnung. Bist du denn, ich frage das jetzt mal so, kommst du aus einer bestimmten Glaubensrichtung oder bist du da irgendwie, Und dann kurz in die Kamera gucken. ja, also, ne, Ich also, bin voll von Starnberger See, von das von den katholisch. Katholen, Ja, ja, die selbstverständlich. machen aber auch eine gute Show, finde Ja, ich. die machen so schöne Musik. Mit Weihrauch und all das. Ist. Und die tragen mir die schönen Kleider, finde ich ja toll. Ich komme mir sowas, was aus so völlig Ja, spaßbefreiten du mit evangelischen. evangelisch. Ja, habe ich aber dann irgendwann Nein, auch sein gelassen. also ist es eine ernsthafte Frage Ich meine, es ist wirklich gewesen? eine ernsthafte Frage. Gut, Ne, weil soll ich dir was sagen? ob das da irgendwie mit reinfließt oder. Nein, nein, nein. Es fließt insofern mit rein, dass ich mit 17 oder so in den katholischen Kirchenchor gegangen bin. Und dass die Musik mich total seitdem auch trägt und heilt und Teil meines Lebens ist, dass ich war immer in Chören. Und ich habe aber jetzt nicht irgendeine spezifische Glaubensrichtung, sondern das ist total frei. Aber ich bin der Kirche der sehr dankbar. Da sind sehr schöne Musikstücke. Das stimmt. Und das ist wirklich sacred. Und ich fühle mich diesem Gott
total verbunden in der Musik. Natürlich auch in vielen anderen Momenten, aber in der Musik ganz offensichtlich. Das ist meine Sprache. Schön. Ja. Ja. Und das oder ist eine Sprache, diese die jeder Sprache verstehe versteht, ich. ne? Und das kann ich übersetzen und übersetze es dann wieder in diese Texte. So. Die Schwingung, ne? Wir sind alle Schwingung. Und in der Musik ist es halt einfach auch, da haben wir wieder das Komprimat, glaube ich. Und Ja, weil das ist auch ohne Worte, ne? Du hast diese sprachlose Sprache. Und es berührt die Leute. Und mich. Und sag mal, wie hat sich das, wie ist das für dich in Berlin weitergegangen, als du jetzt hier so ankamst und das alles so gar nicht funktioniert hat? Wann hat sich das gedreht, dass das, also ich weiß jetzt nicht, ob du, ich gehe davon aus, dass du von deinen Sachen mittlerweile auch irgendwie dein Leben bestreiten kannst, dass du jetzt nicht mehr bei Sarah Wiener irgendwie Catering machen Mom, musst. Sarah, call me. aber was, wie ist das, wie hat sich das weiterentwickelt? Also, dass Also, du da dran geblieben bist, weil am Anfang hast du ja wahrscheinlich auch wenig Aufmerksamkeit irgendwie erzeugt, weil es gab ja einfach auch die virtuellen Medien noch gar nicht, wo man das hätte streuen können oder so. Ne? Warst du dann, du hast deine Sachen bei diesem, in diesem Keramikladen verkauft? Genau. Und Und von da an, wie so eine kleine Bittstellerin, natürlich dann in andere Läden in Berlin gelaufen und gesagt, ich mache Postkarten, wollt ihr meine Postkarten kaufen? Also ich, das war very small und alles ohne Money. Und dann haben die aber gesagt, ja, ich nehme das. Und dann haben immer mehr Läden gesagt, wir nehmen das. Und irgendwann hatte ich so eine Küchenkammer voll Postkarten und dachte, wow, ich bin hier eine Postkartenverkäuferin. Also es war total komisch und gleichzeitig hat es total mit dieser, also das ist ein Prozess, der halt, sage ich mal, seit ich in Berlin bin, sehr bewusst angefangen hat mit diesem, okay, wie sehr hechel ich meine, also wie sehr, ich wollte immer Kunst machen und ich wollte immer eine Sprache sprechen, ich wollte natürlich Menschen erreichen damit und ich war tot, also todunglück ist nicht zu tun, todunglücklich ist nicht zu tun und gleichzeitig sozusagen meine Selbstachtung war in so einem tiefen, tiefen Kacklevel zu der Zeit, dass es ganz offen ist, es ist ja auch immer alles ein Spiegel und zu der Zeit war einfach nicht mehr möglich. Ich habe sozusagen wie auf so einem Acker, wie so ein Ackergaul irgendwie geackert und da kam nichts bei raus, weil ich fand mich ja auch irgendwie deep down total scheiße. Und das ist das Resultat. Und mir ist es nicht in die Wiege gelegt worden mit großem Selbstbewusstsein oder so. Ich glaube, dass ich mir das wirklich so in homöopathischen Dosen Tag für Tag wird das besser. Und vor, sage ich mal, 20 Jahren habe ich diesen Prozess bewusst begonnen und bin immer natürlich noch mittendrin, aber danke, danke, danke. Mittlerweile ist das wirklich, wirklich, es ist so stufenweise und es gibt keine BAM, irgendwann war alles geil Nummer, sondern der Weg war ganz langsam. Und jetzt bin ich alt. Aber glücklich. Und immer noch in Berlin. Immer noch in Berlin. Immer noch in Berlin. 20 Jahre. Also es gab nicht diese Peak-Performance, wo man ja. sagt, so jetzt hat sie es geschnallt. Und ich wollte aber natürlich immer so einen Peak. Ich weißt du, was passieren wird? Die werden noch eine Zeichentrickserie werden. Ah, die werden bestimmt. Die werden ganz was bestimmt, richtig Geiles. Weil das ganz, ganz bezaubernd ist. Ja, genau. Und Dr. Horst und irgendwann, Bird. Leute, werde ich die auch produzieren und ihr dürft die auch zu Hause haben. Und nee, weil ich bin schon ein bisschen neidisch, ne? Ja, das ist auch ein bisschen als geil. Du das gerade ausgepackt hast aus deinem Rucksack. Ja, war super. Weil wir wollten anfangen und sagten, Moment, Dr. Horst und The Bird sind noch nicht dabei, die muss ich noch... Ne? Und, aber das sind jetzt quasi Unikate hier. Ja, ja. Das mein, ist und das zu vervielfältigen ist tatsächlich was, wo ich immer noch denke, wenn jemand eine Idee hat, check it out, ich möchte es vervielfältigen, gib mir einen Tipp. Eine Freundin von mir? Ja, jetzt nicht. Warte, wir sind bei einem anderen Thema. Ja. Genau. Das ist das Problem, wenn man kein, Drehbuch hat und keine festen Fragen. Eine Freundin man von so ein mir, die näht ganz tolle Sachen.
machen. Nee, die hat auch Puppen produziert, ne? Also, Echt? weil sie einfach, sie macht Kinder-Yoga und sie hat dann irgendwann angefangen, so hier so Little Krishna und Little Ganesha und sowas. Und ihre Mama macht das irgendwie Ihre und Mama die macht kommt das. überhaupt nicht hinterher. Die müssten jetzt Geil. irgendwie Leute Geil. einstellen, weil das so viel Okay, gekauft wird. da sprechen wir So. nachher drüber. Kleid, cut, cut. Ja, also, ne? Das ist geil, weil Kino. das ist super. Pass auf. Ich wollte noch sagen, diese Peak-Geschichte, weil das wirklich, das ist eine gute Frage. Wie hat sich das entwickelt? Und ich so, ne? Aber ich wollte immer, dass es sofort super geil ist. Natürlich. Jeder will das, dass es Klar, und weil sofort. man auch diesen finanziellen Druck hat und denkt, Ja, irgendwie, oh, ich will jetzt endlich auch mal Geld verdienen mit dem, was ich und ich mache. wollte natürlich auch Anerkennung und ich wollte, dass das super läuft und ich wollte, dass es alle sagen, Karin, wo bist du nur gewesen? Wir haben auf dich gewartet. Wollte ich natürlich und ich wollte, ich hatte, und dann bin ich an Verlage rangegangen, als ich, habe auch ein paar Bücher geschrieben, als ich Bücher geschrieben habe. Und immer, weißt du, das passt nicht in irgendein Schema. Und das hat mich total, ich dachte so, scheiße, ich passe in kein Schema. Das nervt. Und ich will doch gewollt werden. Und das ist auch wirklich ein 20-jähriger Prozess zu sagen, ich will gewollt werden. Ist das wirklich wahr? Nein. Weil dieses, ich will gewollt werden von irgendeinem Verlag, damit ich in irgendein Viereck passe, das Konzept immer gleich so, nein, funktioniert nicht. Du musst einen anderen Weg gehen, der wahrscheinlich demütiger ist, aber es ist trotzdem hart. Weil ich, weißt du, so, hey, Bestseller, das steht mir auch gut. Also, verstehst, ich habe immer diesen Konflikt noch mit diesem, da ist natürlich eine exzentrische Person, die in mir, die sagt so, wo ist eigentlich jetzt meine Lorbeeren? Wo ist eigentlich meine Lorbeeren? Und die andere Seite in mir, dieses Kind, das ist weder an Lorbeeren interessiert, das will einfach nur da sein, Spaß haben und die Freude, hier am Leben zu sein, komplett aufsaugen. Ohne, ich, das wirkt nach außen gut, das hat irgendwie ein Standing, ist super geil. Also, ne, und das ist dieser langsame Weg, zu sagen, stimmt. Dieses Kind ist total frei von all dem. Und Das rührt mich gerade richtig, ja, das weil Kind, das ist genau das, was dann auch so viele andere berührt. das Kind ist frei von all diesem irgendwas sein müssen, irgendwer sein müssen. Ist geil. Und ich, das ist the big teacher. Das ist the big teacher in my life. Du hast auch Kinder, Zu, zwei tu, Kinder. tu, tu. Und die unterrichten dich auch. Ja, natürlich. Aber das zu sehen ist auch natürlich, meine Tochter ist 15, mein Sohn ist 10. Das zu verstehen, dass diese zwei Teacher in meinem Leben Unglaubliches leisten, um mich zu erden, um mich ins Hier und Jetzt zu schleppen und zu zerren. Du hast keine andere Chance, Ich oder? Bei Kindern. habe keine andere Chance und ich immer so, nein, ich will jetzt nicht. Das stresst mich jetzt voll mit euch. Ja, genau. Und so weiter und so Geht gar fort. nicht. Und immer back to the roots. Alles klar, alles klar. Immer back to the roots. Und es ist, und je weniger Anspruch man an dieses Bild nach außen hat, wie toll die Beziehung nach außen wirken soll, etc. Je weniger man diese Nummer in sich fährt, ach, ich glaube, ich labere mich gerade immer in Stress. Nein, ganz wunderbar. Je einfacher ist auch der Kontakt mit den Kindern, aber nicht nur mit den Kindern, sondern mit den Menschen um einen rum. Hast du gerne Menschen um dich? Oder bist du eher Ja. so ein Mensch, der Oh, I sich. like peoples. I like peoples. Das ist auch wirklich jetzt auch eine Sache mit diesem, jetzt habe ich 20 Jahre hier so für mich hingezeichnet. Jetzt bitte Peoples, ne? Also das ist der nächste Schritt. Deswegen hast du nicht viele Fotos von mir online etc. gesehen oder so, weil ich wirklich im stillen Kämmerlein vor mich hingearbeitet habe und alles für mich selber so, oh, ne, mein Prozess. Und jetzt will ich wirklich, also zu wissen, so, da ist was.
Ich möchte mit Menschen in Kontakt sein. Ich möchte da raus und das zeigen, was, wie, weißt du? Wie schön dieses Kind ist. Wie schön dieses Kind ist. That's the point. Und dann auf diese charmante Art, auch mit diesen, dass du einfach immer dann so ins Englische wechselst und dann ein deutsches Wort dazwischen und auch so wunderbar dann, wie bist du denn auf hier zum Beispiel The Bird? Das ist ja nicht Bird geschrieben, sondern The Bird. Das ist der Bart. So, Wie ich sind die da drauf irgendwann gekommen bin. aufgetaucht Aber in das. deinen Sachen oder sind die von Anfang an dabei? Nö, nö, Gerade die nö. beiden oder Nö, nö, nö. gab es da irgendwie. Nein, es gibt auch. Ich bin wirklich konzeptlos. Das ist, glaube ich, wirklich the point. Also, die kommen. Die kamen einfach. Und genauso wie die Zeichnungen kamen, ich habe es einfach immer kommen lassen. Und habe schon, man hat ja so einen Instinkt, was gut ist. Also man hat ja ein Gefühl so, die Idee verfolge ich jetzt mal. Ich habe diese zwei, die waren dann plötzlich auf dem Papier, die sind unkontrollierbar, keine Ahnung, die waren halt da. Aber wenn man jetzt sagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, Dr. Horse und the Bird, und die unterhalten sich und dann entwickelt sich daraus natürlich ein Konzept, aber dieses, warum die gekommen sind, also es ist nicht irgendwie eine intellektuelle Entscheidung gewesen. Never ever. Aber das ist so charmant, weil, ne? Also ich glaube, das waren so die ersten Sachen, wo ich dich bewusst wahrgenommen habe, ne? Denn The Bird hat Dr. House immer irgendwie gefragt, was kann ich denn machen? Ja, Und ja, wirklich so ja. bei so Sachen, wo man im Leben mit hadert. Ne? Und dann so, chill mal dein Leben, weißt, und trink erstmal einen Tee und dann ist alles gut. Aber also gar nicht so oberflächlich. Ich will jetzt auch nicht irgendwie was Falsches zitieren von deinen Sachen, weil die einfach so schön auf den Punkt sind. Mit so einer in einer Zeichnung mit ein, zwei Sätzen. Bang! Mach's so und nimm den Stress raus, nimm den Druck raus und genieß dein Leben. Das ist immer wieder. Und die beiden sind da ganz süß, weil Dr. Horst einfach so aus so einer ganz liebevollen, väterlichen Art. Ja, Väterlichen Art, wirklich? ne? Ja, finde ich schon. Einfach Cool. so, ne? Mach dir doch Ja. nicht so einen Kopf, guck mal, das ist so ein kleines Köpfchen. Das, Ja, ne? ja, Also ja, ist ja viel zu ja, viel ja. drin. Nimm mal raus und trink erstmal Wobei einen Tee. The Bird auch ganz schlau ist, ne? Also man muss schon sagen, der ist jetzt nicht irgendwie total verstrahlt. The Bird ist voll bei sich und weil die halt beide so für sich sehr bei sich sind, haben die diese wirklich schlauen Unterhaltungen, finde ich. Also Bird ist jetzt nicht so. Nee, Ich der macht sich kriege. eher viel zu viel Gedanken. Nee, Ne? wir gucken da Wir nachher gucken da noch noch mal mal rein. rein. Nee, also okay, vielleicht über weiß ich auch nicht. Vielleicht denke ich, dass er heiliger ist als du. Aber das stimmt schon, der ist total geerdet. Und der antwortet immer so mit, oh komm, Alter, stress dich nicht. Aber der stellt doch nur die Fragen, weil er muss halt eine Frage stellen, damit überhaupt eine Kommunikation in Raum kommt. Aber im Prinzip sind sie beide so in love with life. Das ist das, glaube ich, wirklich. Auch wenn der ein bisschen mehr gestresst ist und gestresste Fragen stellt. Die sind beide verliebt ins Leben. Und das ist das, was ich mag. Und viele Menschen auch vielleicht. Ja, oder eine Sehnsucht danach haben. Also ich Genau. frage diese Frage zum Beispiel irgendwie, bist du gerne unter Menschen? Weil ich oft das Gefühl habe, boah, mir ist es zu viel, ich brauche Rückzug, ich ziehe mich zurück, ich kann hier irgendwie, was weiß ich, wochenlang in unserer Wohnung sein. Also mit meinem Mann, mit Bert ist überhaupt kein Thema, der geht mir nie auf den Sack, aber ich habe oft so dieses Ding, wo ich so am Leben hadere und wenn ich dann so mitkriege, wie miteinander umgegangen wird und so. Deswegen, es berührt mich so, dass du auch jetzt sagst, so, dein inneres Kind spiegelt eigentlich nur wider, wie schön das Leben ist und wie intensiv das geliebt und gelebt werden möchte. Ne? Und finde ich ganz toll, dass du da so eine Möglichkeit gefunden hast, das nach außen zu kommunizieren. Genau. Und auch das ist schon der nächste Schritt, zu sagen so. Und das ist ein Riesengeschenk. Ich habe damit die letzten 20 Jahre verbringen dürfen. Und jetzt darf ich das auch wirklich nach außen kommunizieren. Also auch in real life als Person.
Und ich verstehe das total gut mit diesem Rückzugsgefühl und diesem, boah, Überdosis da draußen, zu viel Zeug, weil wahrscheinlich bist du auch jemand, der einfach da feinfühlig ist. Gehen wir mal davon aus. Und ich glaube, wir alle sind groß genug, um zu sagen, so, okay, diese Dosis ist was, was ich gut aushalten kann. Und ich sorge auch dafür, dass ich dann wieder mich zurückziehen kann. Das ist doch live, oder? Dass wir beides leben dürfen. Und zu sagen, so, ich bin da draußen, ich zeig mich, ich lebe mit den Menschen, die da wild um sich rumspringen, oder ich suche mir die Leute, mit denen ich zusammen sein will, und dann ziehe ich mich wieder zurück. Das ist wie so ein- und ausatmen, oder? Ein. Ich übe das immer noch. Ich Also ich auch. habe natürlich, Ich auch. ich habe 20 Jahre, also ich habe ja auch einen künstlerischen Werdegang, ne? Ich habe 20 Jahre einfach immer alles nach Ja, außen gegeben. Ich habe auf der Bühne du bist so gestanden, extra so, ne? extrovertiert, Und naja. merke irgendwie so, das kann ich mir gerade gar nicht mehr vorstellen. Also ich habe das damals geliebt, es gab für mich nichts Besseres. Ich habe übrigens vorher auch angefangen, Kunst zu studieren in Braunschweig, habe das dann nach 2 Jahren abgebrochen, weil ich dachte, what? Dann sieht mein Leben eben so aus, dass ich irgendwie in meinem Atelier irgendwo bin und irgendwie, was ich ein Bild male oder irgendwie eine Skulptur mache oder so. Das war für mich eine Horrorvorstellung. Heute ist für mich das Geilste, was ich mir vorstellen kann. Ne, so einfach einen Raum für mich zu haben, Tür zu und meine Sachen machen und Fotos bearbeiten oder was weiß ich. Ne? Aber wenn du 20 Jahre total extrovertiert da draußen Dann bin ich rumgesprungen total bist und dich ausgepowert. völlig gezeigt hast die ganze Zeit, so, ha! Oder in verschiedene Rollen, oder wer bin ich, wenn ich das bin und so weiter, wenn du das alles schon getestet hast, dann ist doch logisch, dass du jetzt eine Phase von Rückzug hast, oder? Die ist doch total menschlich. Ist aber irritierend, weil ich habe mich natürlich Weil du immer so immer darüber so so, ja, und expressive. dadurch habe ich mich natürlich definieren können, ne? So, und ja, ich mache das, deswegen bin ich, ne? Und ich zeige mich und jetzt finde ich natürlich, jetzt habe ich seit ein paar Jahren diese Synchronarbeit, was ich so schön finde. Ich gehe ins Studio und Cool. kann mit meiner Stimme, mit der ich sowieso am allerliebsten arbeite, einfach, ich muss nicht in die Maske, ich muss keine absurden Kostüme tragen, Quatsch irgendwie, und kann einfach spielen und das nachspielen, was andere tolle Schauspieler, oft sind es wirklich ganz tolle Sachen, die ich synchronisieren darf, einfach schon gemacht haben. Und meine Aufgabe ist es, die deutsche Version davon möglichst so hinzukriegen, dass die Leute vergessen, dass es eine Synchronisation ist. Und das finde ich gerade ganz schön. Also eben, da muss ich mich nicht so zeigen, wie ich jetzt irgendwie körperlich, was weiß ich, in einer Maske oder irgendwie in so einer Rolle bin. Da geht alles über diese Stimme. Das Ja, ist doch lieb schön, ich. viel wesentlicher. Liebe das. Ja, und dann that's it. Und sich darüber nicht mehr zu definieren, sondern zu sagen, mir reicht es, mich über die Stimme zu definieren oder einfach Spaß zu haben, in so diese Version des Ausdrucks gerade auszuprobieren. Und dann musst du nicht mehr hier Superhero draußen sein. Weil die Definition über Immer. Superhero da draußen, die ist so Das ist anstrengend. total anstrengend. Ich hatte keine Power mehr. Es ist Vor ein paar anstrengend. Jahren. Das Nein, ging das gar nicht geht mehr. nicht. Aber dann, ich meine, man hat keine Power mehr, weil das ja fake ist. Dauernd dieses Level von wer bin ich? Und ihr da draußen müsst mich definieren, weil ich weiß es gerade nicht. Und ich brauche aber diese Definition von außen. Und so, und jetzt kommt die Phase, wo du sagst, so, ich definiere mich von innen heraus. So, next step einfach. Du Und da. hast es, wenn du das perfektioniert hast und die letzten so und so viele Jahre schon gemacht hast, dann weißt du eigentlich so, okay, jetzt von innen raus. Und was ich wirklich gern mache, weil du vorhin fragtest, es war ganz witzig, bevor wir uns hier hingesetzt haben, haben wir kurz in der Küche gesessen mit meinem Mann noch. Und du hast ihn gefragt, warum ich sowas crazy, Quatschiges mache, fremde Menschen ins Bett einzuladen, mit ihnen zu sprechen. Das ist etwas. Deswegen mache ich das auch, weil mir das wirklich Freude macht. Das macht mir Freude. Was gibt es Schöneres, als mit einem Menschen, den ich toll finde? In deinem Fall, dich kenne ich jetzt nur wirklich vorher Gar noch gar nicht. nicht im realen Leben, eine Stunde sich schön unterhalten. Ja, genau. Und was über diesen Menschen, der was Schönes in die Welt bringt, der da Farbtupfer setzt, jetzt bei dir im wahrsten Sinne des Wortes, das macht mir Freude.
Und dem gehe ich nach. Also ich mache Absolut. nichts mehr, wo ich kriege auch, wenn ich eine Drehanfrage kriege, ich sage das fast immer ab, weil ich das, Ja, ich mag das weißt nicht du, mehr. ne? Du hast eine Spürnase, du weißt, wenn es gut für dich ist. Interessiert mich nicht mehr. Ja, und wir spüren einfach so instinktiv, wo ist es gut. Und vielleicht muss man den Instinkt auch mal wieder schärfen, wenn man ihn verloren hat. Aber eigentlich hast du einen Riecher, was dir gut tut und was nicht. You You have have it, it. I have it, aber ja, Yeah, totally ich hab das, glaube ich, lange Zeit einfach ignoriert und jetzt seit ja, ein aber paar dann wird Jahren. man krank. Oder sonst irgendwas. Viele Leute werden dann krank. Ja. Und that's not the point. Sag mal, du hast so tolle Ideen auch bei den Sachen, die du machst. Also zum Beispiel habe ich dann auf deiner Homepage gesehen, man kann bei dir man kann natürlich Originale kaufen, auch von deinen Sachen, was ich ganz bezaubernd finde. Aber noch viel schöner ist, man kann bei dir ein 3-Monats-Abo machen, wo man dreimal in einem Vierteljahr eine Postkarte zugeschickt bekommt. Naja, ein Bild, Ein oder? Bild, ja, Weil die aber. Postkarten, die gehen kaputt, habe ich mir sagen lassen. Deswegen gibt es jetzt Bilder im Briefumschlag. Also, ne, und dann. Ich habe Ärger Ich gekriegt. habe mein erstes, ich habe das dann gemacht. Ja. Und habe ich dieses hier bekommen und ich dachte so, ich war gestern wirklich wie so ein, also, und Ach, dann kommt so ein süß. Brief an, Ja. ne, mit wirklich auch so Mit Liebe super drin. Post für dich, mit Liebe drin und dann, das war wirklich, ich habe den eine Stunde nicht aufgemacht. Wirklich? Ja, wir kamen gestern aus dem Urlaub zurück, ich habe gesagt, nein, das mache ich erst auf, wenn wir gegessen haben, Das sonst ist wäre es wie so wirklich wie Weihnachten, Weihnachten. wie Ja, war Weihnachten. wirklich so. Und das war, und dann mache ich das auf und naja, das kann ich ja vielleicht mal posten Es oder so, ist wenn das okay ist, aber es ist eigentlich wirklich nur für mich, ne? individualisiert. Man kriegt ein nur für einen selber. So. Und man kann auch Telefoncoaching machen. Da ruft man mich an. Das wollte ich jetzt nicht Das mal war das schnell. Nächste. Werbe, Das wollte ich als nächstes fragen. Also das kann man machen, wenn man von Karin, also, ne, wenn man immer noch nicht genug hat nach dem Chill mal dein Leben Kartenset hoch 4 und den vielen tollen Postkarten. Ich habe übrigens schon ein paar verschickt und verschenkt. Das ist wirklich, du verbreitest Ja, einfach das damit ist auch Freude. süß. Und dann kann man sich sowas zuschicken lassen und Und es passt immer. es passt wirklich immer. Also ich Also habe das keine hier, Ahnung, ich hoffe, es hat gepasst, aber es passt ich immer. sende dir, ne, und das gerade zum Thema, die Fülle bei mir ins Leben lassen, dann kriege ich sowas hier, ich sende dir Fülle, volles Rohr, komplett Fülle. Amen. Und dann, dann steht hier so, ne, komplett Fülle. Und dann hier, na geht doch. Toll. Toll. Ich freue mich schon auf die nächsten beiden, aber das war gestern, das hat mir eine Riesenfreude gemacht. Das war so Danke. das i-Tüpfelchen nach einer Woche Ja, yeah, ich Auszeit freue und mich. Urlaub haben. Sehr schön. Und, War Weihnachten. aber sag mal, Telefoncoaching. Ja, nur ganz Das kurz. möchte ich ganz gerne irgendwie dich auch wirklich noch fragen, weil das habe ich gestern Abend erst entdeckt. Man kann mit dir ein Telefoncoaching buchen und du illustrierst das. Ja, ich Die bin Themen, das Thema dieses Gesprächs. so. Man ruft mich an. Und dann, jeder kennt das doch, Telefongekritzel, ne? Wenn man so kritzelt, am Telefon. Und ich habe festgestellt, weil ich wirklich gut bin, das Wesentliche des Gesprächs sozusagen zusammenzufassen, macht es Sinn, mitzuzeichnen, während ich telefoniere und über die Themen von demjenigen, derjenigen, da am Telefon spreche. Und wirklich mitskizziere die ganze Zeit. Es ist wirklich eine Stunde zeichne ich volles Rohr. Es können auch dann fünf, sechs Zeichnungen entstehen, manchmal nur eine. Aber die Essenz von dem Telefonat ist dann in einem Original festgehalten und kriegt man dann auch zugeschickt. Ist auch schön. Ist auch Das ist schön. auch total schön. Also, das macht. Na gut. Nein, ist wirklich geil, Das weil ist. mir macht es unglaublich Spaß und ich bin sozusagen eine Stunde wirklich eben, das ist wie so eben so, ne, one-to-one, aber ich bin auch total nah mit demjenigen am Telefon und daraus entsteht eine schöne Zeichnung und die aber dann wirklich auch eben nachwirkt, weil du hast die Essenz von dem, was dich gerade beschäftigt, nochmal in Bildform.
Und du kennst aber die Person teilweise überhaupt gar Oh no, nicht. but I'm so total intuitive. Nein, das ist doch Tolle Idee. Nein, Tolle Idee. ich finde es auch total cool und es macht mir wirklich richtig Spaß und es ist eine total schöne Form, so wirklich noch mal eine Stufe weiter von diesem, ich bin nicht mehr im stillen Kämmerlein und alles, was ich gelernt habe, auf so eine Form auch weiter zu, in so eine Form auch Auch weiterzugeben. deine Lebenserfahrungen. Ach, total, es macht mir Spaß. Und die Leute erzählen dir dann von ihren Problemen oder ist ganz Ist ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Manche sind einfach neugierig. Ist ja auch ist ja auch Und sagen okay. so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich wollte mal mit dir telefonieren. Ist Das auch finde geil, ich so geil. auch geil. Wie kommst du denn auf so eine geile Ich hab, Idee? ja, aber das macht doch Gott. Das macht Okay. Gott. Das ist nicht der katholische oder der Okay. evangelische Gott. Das macht Das Gott, ist Gott, Gott, okay. Gott, Gott. Und dafür bin ich da und ich liebe diesen, das ist, das macht das Kind oder die, dieses Ding, was da durch mich durch, keine Ahnung. Und plopp denke ich, Telefoncoach, ich bin Telefoncoach. Das sind wie so, ich greife die coolen, jetzt kommt, keine Ahnung. So wie bei mir dieses mit Fechner im Bett. Also völlig klar, Absolut, im plopp. Bett hinsetzen Ja. mit so mache ich. Ja. Und was wollte ich sagen? Manche rufen an, wollen eben nur mal plaudern. Das ist auch geil. Einen ganz süßen Anruf hatte ich mal, der wollte mir die Liebesgeschichte seiner Freundin erzählen, wie er die kennengelernt hat, dass ich sozusagen der Freundin, also als Geschenk für diese Frau, dass ich das illustriere, wie die beiden sich kennengelernt haben. Auch total schön. Total schöne Idee. Total schön. Und auch wirklich ganz, ganz, also wunderschöne, berührende Geschichten, die ich erzählt kriege. Und auch wirklich heftige Lebenskrisen. Also ich kriege die ganze Bandbreite von Leben ans Ohr. Ich finde es wahnsinnig Wow. schön. Wirklich wahnsinnig schön. Und du kannst es aber auch halten. Also Ja, also bisher war das nie so, dass ich, also ich für finde das, dich auch. ich finde Dass das es dich ist, nicht belastet oder so. ja, ich finde das ist das Gesetz der Anziehung wichtig, wichtig. Es kommt zu mir, was ich gut halten kann. Okay. Weil das wäre komisch, wenn ich, also es ist mir noch nie passiert, dass ich nicht, dass ich gedacht habe, das kann ich nicht handeln, was da gerade kommt. Ich kann wirklich ganz schön viel handeln. Ja. Ja. Total schöne Idee. Klar, und dann bekommt man das zugeschickt. Und dann hat man, weil es geht ja um die Person. Also du widmest dich ja, du machst ja dein Herz auf, dein inneres Kind machst du auf und gehst in Connection und redest mit dieser Person. Und dann kriegt die Person hinterher das, was du in dieser Zeit gezeichnet hast, gemalt hast, was intuitiv aus deiner Feder und deinen Stiften fließt, nochmal als Reminder, als Erinnerer, Ja, als wie als würde, Ermutiger. genau, als würde auch vielleicht das innere Kind von demjenigen zu demjenigen sprechen und sagen, hey, guck mal, darum geht's wirklich. Ne? Tolle Idee. Und sag mal, Bildhauerei hast du dann gar nicht mehr gemacht? Oder machst du das noch? Ich habe in dem Studium, also essentiell habe ich sage immer, das mache ich immer noch, weil essentiell habe ich im Studium eigentlich mich nur damit beschäftigt, wie sind die Dinge miteinander verbunden. Also das war so der Überbegriff von 3 Jahren Studium eigentlich so. Ich habe das im Raum gemacht, ich habe ganz viel Rauminstallation gemacht und habe mit so gefundenen Materialien und mit geschweißt und so, aber eigentlich habe ich so gezeichnet und zu gucken, so wie ist was optimal verbunden im Raum. Wenn du Druck ausübst, mit Zwang funktioniert eine Verbindung nicht. Du musst eine leichte Verbindung finden. So, ne? Das ist so wie die, das ist die Essenz meines Studiums gewesen, immer zu gucken, so wie kriegst du Verbindung hin, ohne zu forcieren. Und ehrlich, ich mache das immer noch. Dieses, also dieses, jeder Tag, ne, und du willst irgendwas,
Du hast einen neuen Tag, du willst irgendwas und du merkst so, oh, jetzt wird es richtig anstrengend, jetzt wird es richtig anstrengend. Und eigentlich muss man da schon zurücktreten und sagen, was ist denn eigentlich gerade? Was ist denn das Problem gerade? Ich setze mich mal hin, ich habe Widerstände, ich habe Ängste, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Okay, alles durchlassen, neu. Neu schauen, welche Verbindung ist wirklich heute notwendig oder welche wäre essentiell oder wen muss ich anrufen, was habe ich zu zeichnen. Immer zu gucken, wenn Druck da ist, ist es nicht richtig und wieder zurück. Und also eigentlich bin ich immer noch Bildhauerin. Das ist ja spannend. Ja. Ja. Und das ist, Und die Verbindung ne, das hast du auf ist, einer ganz anderen Ebene jetzt, die du genau. herstellst. Aber Also letztendlich ist es nur es ist dieses alles zu verbunden, ja. gucken, was ist heute wesentlich. Und das ist natürlich die Idealvariante, was ich gerade erzählt habe. Es gibt auch natürlich Scheißtage, wo man denkt, so, warum habe ich heute den ganzen Tag nur Kacke? Aber wenn du genau hinschaust, ist es so, okay, das übt Druck aus, das stresst mich. Kurz zurück und eine neue Variante suchen. Und dieses Bewusstsein oder dieses Gewahrsein kommt dann gleich als Essenz in deine Bilder mit rein. Idealerweise. Das kann man jetzt nicht so steuern, ne? Manchmal erst ein bisschen Ich würde gerne so gerne später. mal Mäuschen spielen in deinem kreativen Prozess, weißt du? Wie sieht denn dann so dein Alltag aus? Also ich meine, deine Kinder sind jetzt 10 und 15. Die versorgst du natürlich. Hast du für dich geregelte Arbeitszeiten, dass du sagst, von 9 bis 15 Uhr bin ich in meinem Atelier, oder ist das immer unterschiedlich? Musst du dich da disziplinieren oder wie ist das? Also also ich mache sehr viel Sport morgens, weil dann komme ich in so einen Modus von jetzt. Also das ist mein, ich stehe auf, na, Kids, ich mache den Sport und dann habe ich, sage ich mal, 5, 6 Stunden Arbeitszeit, wo ich eigentlich auch wirklich viel Verwaltungskram mache. Und zwischendrin mal eine Zeichnung, weil eine Zeichnung ist eigentlich was ich in 10 Minuten mache. Ne? So, das geht wahnsinnig schnell. Aber der Überbau der Organisation, das, okay, ich zeichne für einen Postkartenvertrieb, ich habe irgendwelche Aufträge angenommen. Die immer schöner werden übrigens, die Aufträge. Also, weil ich eigentlich keine Auftragsarbeit machen will, aber jetzt ist es so, jetzt kommen richtig tolle Anfragen. Ne? Also eben auch viel für Coaches und Therapeuten und also so inhaltlich gute Sachen, die ich machen kann. So, also das heißt Sport, 5, 6 Stunden Arbeitszeit und dann wirklich auch nochmal abends. Ne? Und das ist so der Rough Plan. Und da gibt es, ich finde mich nicht besonders diszipliniert, aber kontinuierlich bin ich einfach dran. So, es ist einfach das, womit ich mich tagtäglich beschäftige. So. Und mal mehr, mal weniger konzentriert, aber ich mache nichts anderes. Ich verstehe. Ja gut, aber das macht dir ja auch echt Macht mir richtig Spaß, oder? wahnsinnigen Spaß. Wahnsinnigen Spaß. Also ich bin einfach glücklich, dass es so viele Kanäle mittlerweile gibt, wo Du es hingeht. verschenkst aber auch so viele tolle Sachen. Also, wo ich denke Ja. so, wow, wie freigebig du mit deinen Sachen bist. Ich meine, jeder kann sich irgendwie deine Sachen irgendwie runterladen und aufhängen, wenn er möchte und so, ne? Ja, ich denke immer, oh ja, okay, ladet alles runter, was soll ich machen? Ja, aber also ich hätte dann wirklich, ich habe wirklich überlegt, ich möchte gerne ein Original von dir haben, weil Siehst ich dachte so, ne, das ist noch mal was anderes als diese Kamera spinnt zwischendurch mal, aber ich glaube, es nimmt alles weiter auf, als eben sich so noch auszudrucken, ne? Und ja. Aber ich kann es nicht verhindern. Das nee, ist du leider kannst, es ist Teil von ja. Social Media, dass alles zugänglich ist. Und so what? Also es ist halt so what. Also ich finde es ein bisschen
wenn ich dann so Feedback kriege, meine ganze Wohnung ist von deinen Zeichnungen Aber hat nie was bei dir bestellt? Und hat noch nie was bei mir gekommen? Und ich so, oh, ja, ist ja toll. Also, die Sachen von Karin, so geht mal wirklich auf ihre Homepage, karindrawings.de. Ne? Und, das ist ja auch, ich meine, das ist nicht teuer. Nein. So schöne Sachen, die nein, du anbietest. Ne? So ein Kartenset hier mit, wie viele Karten sind da drin? 36, 42? 52. 52 sogar. 15 Euro, 15, 16 Euro, das ist wirklich auch ein tolles Geschenk übrigens. Genau, also Sven, du bist süß mit der Werbung hier, ich finde es ganz toll. Ich mache das, weil ich es richtig, wirklich toll finde. Ja. Und ich werde auch nochmal nachbestellen, Weihnachten ist bald. So, sollen wir nochmal, weißt du was, wir machen jetzt zum Abschluss nochmal eine Karte ziehen. Noch mal eine Karte. Oh, die Zeit ist schon rum, guck mal, wir sind wirklich eine Stunde durch. Ach scheiße, können wir nochmal eine Karte ziehen? Gerne. Nee, ich. Du, komm her, ich. Jetzt bin ich dran. Ziehst du deine eigenen Karten? Ja, manchmal, klar. Immer soll wieder. Ich mischen vorher nee, oder ich einfach bin, so? Nee, nee, einfach die so. Die sind schon, alles fällt an seinen Platz. Die sind dann für alle, die Karte, okay, die okay, dann hier ist jetzt die, die, ist for everyone. Die Karte das für ist diese die Stunde. Das ist die Essenz dieses Videos. Ha! So, wo muss ich es hinhalten? In die Kamera? Freiheit aushalten, Leute. Oh ja. Freiheit aushalten. Ach, Karin, ich kann stundenlang weiter mit dir plaudern, aber das ist die Regel dieses Formats. Nee, ich finde es cool, weil Freiheit aushalten, mehr muss man nämlich gar nicht tun. Das ist wirklich eine Lebensaufgabe, Leute. Ja. Check it out. Check it out. Danke dir sehr, dass du hier warst. Wirklich vielen Dank. Danke dir. Und euch bis zum nächsten Mal. Schönen Sonntag noch oder wann immer ihr das auch schaut. Danke fürs Zuhören und tschüssi. Tschüss.